Ja, warum bin ich zur Bibelschule gekommen? Ich habe vor einigen Jahren schon eine feste Entscheidung für Jesus getroffen. Und es war auch eigentlich alles ganz cool. Ich war in meiner Gemeinde, habe die Jugend besucht. Ich habe aber gemerkt, dass mehr, da fehlt was. Und das war immer so dieser Gedanke, hey, das kann doch nicht alles sein. Und es war eine Sehnsucht da. Und habe einfach gemerkt, hey, da ist mehr. Und habe mich danach ausgestreckt und habe Gott gefragt, hey, was ist dran? Und dann habe ich gehört, ja, Bibelschule. Und das war so ein Gedanke, der mir kam. Ich habe den erstmal eine Zeit lang ruhen lassen. Dann hat es mein Bruder vor mir geschafft, sogar auf Bibelschule zu gehen. Und dann habe ich die Veränderung bei ihm gesehen. Und dann habe ich nur noch mehr gemerkt, hey, da muss noch mehr sein. Das war quasi wie eine Bestätigung. Und dann habe ich gesagt, ich muss dahin. Was hat sich verändert? Mein Gottesbild, das war ganz schön verdreht. Und ich muss ehrlich sagen, ich kam auch ziemlich stolz hierher. Weil ich war in einer Gemeinde, wo ich dachte, ja, ich habe schon echt gute Lehre und was soll ich ja eigentlich noch groß lernen? War so ein bisschen skeptisch, aber es war einfach erstaunlich. Ich durfte Gott kennenlernen, wie er wirklich ist, wie er einfach ein liebender Vater ist. Ich durfte ganz praktisch Glauben lernen und was es heißt, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Ich hatte den Heiligen Geist vorher, aber ich bin ja wie nochmal auf ein nächstes Level gegangen und es war einfach sehr erstaunlich, wenn man mit dem Heiligen Geist unterwegs ist und man einfach wirklich merkt, wie er ein Beistand in jeder Lebenslage ist. Ob das Finanzen ist, ob das Zeit ist, welches Problem auch immer. Ich durfte zu ihm kommen und sagen, hey, hier bin ich, ich kann nicht mehr, was kannst du? Und ich durfte das extrem erleben. Ich durfte auch sehen, wo ich gesegnet wurde, durfte ich lernen, Segen weiterzugeben. Und habe einfach gemerkt, auch wenn man teilt, was man hier gelernt hat, wenn man teilt, was im Wort Gottes steht, wie das Leute verändert und es ist unglaublich. Es hat mich, glaube ich, am meisten verändert. Am Anfang habe ich es nicht mitgekriegt und ich dachte so, okay, wo stehe ich? Ich bin jetzt ein Jahr hier gewesen, aber dann hat meine Familie und Freunde mich gefeedbackt. Hey, Henoch, du bist anders. Dein Reden hat sich verändert, deine Art hat sich verändert, dein ganzer Umgang mit Menschen hat sich verändert. Ja, ich glaube, das ist ein kleiner Teil von dem, was ich hier erleben durfte, wie ich verändert werden durfte. Warum ich die Bibelschule Glaubenszentrum weiterempfehle. Wenn du eine Sehnsucht verspürst, wenn du merkst, hey, ich bin auf einem Level mit Gott, aber da muss noch mehr sein. Oder wenn du dich einfach fragst, hey, was ist das überhaupt hier mit diesem ganzen Glauben und so. Ich habe viel gehört, aber wenig verstanden. Ich glaube, das sind so die Punkte, die ich den Leuten empfehlen kann, hier am meisten ins Glaubenszentrum zu kommen. Weil hier wird eine Veränderung stattfinden. Hier wirst du Gott richtig kennenlernen. Du darfst wirklich anfangen, Beziehungen mit ihm zu leben auf einem Level, wie du es vorher vielleicht noch gar nicht kanntest.